willkommen. Sei willkommen, genauso wie du bist. Mit all dem, was dich ausmacht und was sich durch dich durchbewegt. Mit all deinen Teilen. Mach es dir für diese Meditation so bequem wie möglich. Und die Einladung ist, dich hinzulegen. Und das Liegen in Meditation ist eine genauso wertvolle Haltung wie Gehen, Sitzen und Stehen. Und wenn wir in Asien unterwegs sind, dann sehen wir viele riesige liegende Buddha-Statuen. Und wenn unsere wahre Natur freudvoll und leicht ist, warum sollte sie nicht in uns durchscheinen, während wir nichts tun und einfach ruhen? Wenn nicht dann, wann dann? Deswegen lade ich dich ein, diese Praxis auszuprobieren, dich hinzulegen, und du bist auch so willkommen, wenn du dich hinsetzt oder hinstellst. Und dann ist der Vorschlag zum Ankommen, die Schultern so ein paar Mal weich nach hinten zu kreisen. Vielleicht Mikrobewegungen in den Kopf einzuladen, in den Nacken. Wie so ein Wasserfall von Loslassen über die Kopfhaut, durch die Fontanelle. Durch den Kiefer, der noch ein bisschen loslassen darf, über den Nacken, über die Schulterblättern, durch die Nieren, durchs Becken Richtung Erde zu fließen. Und nimm dir Zeit, hier anzukommen. Nimm dir Zeit, um zu sinken, in Kontakt zu kommen mit der Erde, die dich trägt, der ganze Erdballen unter dir, der dich empfängt und hält. Vielleicht gibt es Schichten, die wir ganz einfach loslassen. Vielleicht sind das die Schultern, vielleicht der Raum in den Schultern. Oder die Wangen, die Stirn. Vielleicht kann der Bereich zwischen deinen Schlüsselbeinen noch ein bisschen weicher werden. Und dein Brustbein wie durch den Raum deiner Schulterblätter hindurch sinken. Vielleicht kann der Venushügel noch ein bisschen mehr sinken und loslassen. Und wenn dein Nervensystem sehr aufgewühlt ist, könnte es eine Unterstützung sein, deine Fingerkuppen unter deine Schlüsselbeine zu legen und dir hier so einen satten Kontakt zu schenken. Als ein Vorschlag. Und keine Eile. Und kein Druck mit dem Loslassen. Nur eine Einladung. Vielleicht gibt es Bereiche, die sinken, die fallen, und andere, die halten. Und
Eine Spur könnte für dich sein, die Ausatmung etwas zu verlängern und wie Interesse zu entwickeln an dem Raum hinter der Ausatmung. Und wie da mit deiner Aufmerksamkeit etwas zu verweilen. Wenn du merkst, dass es für dich wie mit einem Gefühl von vielleicht Zuhause verbunden ist, ein Gefühl von Ankommen oder eine Ahnung von, kannst mal schauen, wie es für den Körper ist, deinen Augen Aufmerksamkeit zu schenken, die Augenlider mit den Zellen in den Augenlidern wahrzunehmen, die Augenränder wahrzunehmen, den Raum hinter deinen Augen. Und da wie ein bisschen Zeit zu verbringen. Zeit für dein Sinken. Vielleicht sind auch die Ohren ein guter Bereich, der so ein bisschen loslassen, einladen könnte, wenn du dein Innenohr und das Außenohr wahrnimmst und dir auch dafür Zeit nimmst. Vielleicht bist du noch bei deinen Augen und verweilst einfach hier. Wo ist deine Spur, die Loslassen schenkt, die Ankommen schenkt, Heimat? Vielleicht ein Gefühl von Lebendigkeit, Vitalität. Was passiert in den Schultern, im Gewebe, wenn du den Raum um deine Ohren herum wahrnimmst? Ohne Druck sinken und loslassen, einzuladen. Mit der Erlaubnis, dass auch Festhalten da sein darf.
Freundlichkeit mit hinzunehmen, Freundlichkeit aus deinen Zellen für deine Zellen. Vielleicht ein warmes, weiches, freundliches Wahrnehmen deiner Schultern von sich selber. Dein Körper wahrnehmen mit deinem Körper, dein Beckenraum wahrnehmen mit den Zellen aus deinem Beckenraum. Und vielleicht noch wie ein bisschen tiefer sinken ins Becken, in die Beine, in die Füße, in die Erde, satt auf der Erde liegend, wie so ein Anker am Meeresboden, der ein Schiff nach unten hält. Wenn die Gedanken ihr Ding machen, lass sie ihr Ding machen und komm zu dem Ort, der mit Lebendigkeit zu tun hat, mit Juiciness, wo wie ein bisschen Öffnung oder Ausdehnung vielleicht geschehen kann. Vielleicht ist das ein Wahrnehmen deiner Augen und Ohren. Vielleicht fällt die Aufmerksamkeit immer wieder in den Raum hinter deiner Ausatmung hinein, vor deiner Einatmung. Schau, wo ist deine Spur, dein Ah. Und wenn der Körper eine unangenehme Form ist für dich, weil du hier gerade keinen Schutz spürst für dein Nervensystem, wie wäre es, dich zu öffnen für Geräusche, dich auszudehnen in den Raum der Geräusche hinein? Auszudehnen in den Raum, der dein Körper direkt umgibt.
sinken. Vielleicht weitere Schichten einladen, in Beziehung mit der Erde zu gehen und zu loslassen. Und Anspannung erlauben, da zu sein, während Sinken geschieht. Und so in Stille weiter zu praktizieren. Mögen alle Lebewesen in allen Welten die höchste Glückseligkeit erfahren. Möge Frieden sein auf dieser Erde. Danke, dass du praktizierst. Möge unsere Praxis ein Beitrag sein zu unserem inneren Frieden und dem Frieden in der Welt. Danke dir.
Lass dich ganz langsam gehen in deinem Auftauchen. Schau, wie es ist, mit dem inneren Raum, den du berührst, in den äußeren Raum hineinzugehen. Alles Liebe von mir zu dir.